Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, CS:GO, so. Spiele ich ja jetzt tatsächlich seit letztem Sommer haben wir angefangen, das zu spielen. War eigentlich ganz geil. War eh eine geile Geschichte. Wir waren irgendwie so unterwegs in einem Irish Pub. Ja. Ja. Und dann, keine Ahnung. Das war auch. Das muss ich jetzt noch kurz einschieben. Oh mein Gott! Ich war noch nie in meinem Leben in einem Irish Pub bis letzten Sommer. Und dann kommen wir da so an, lass mal hingehen, bla. So, gehen wir da rein. Ohne Spaß, so genial, aber ein bisschen klischeehaft, aber genial einfach. Und sitzt da so eine Gruppe von Volksmusikern, die so richtig irische, einfach diese irische Volksmusik machen. So einer mit einer Geige, einer mit einem Dudelsack und dann sitzt da Oh. so, ein, oder so, und so eine rothaarige Frau, die so richtig krass am Singen ist und so. Und denkst du nur so, wow, treffen sie es hier immer. Wir waren sonntags da, ne? Treffen sie es hier jeden Sonntag. Krass geil war das, weil das einfach dieses perfekte Feeling hat, sondern ach, herrlich. Ja, ziemlich cool. Ne. Ja, auf jeden Fall haben wir dann geredet und hat sich herausgestellt, wir haben drei oder vier Leute von uns haben CS:GO. Und wir wussten das einfach nicht, dass der andere das auch hat jeweils. Und ich hatte es bis dato ja fast nie gespielt. Und dann haben wir halt angefangen, das zu zocken und so. Und inzwischen ist es halt so krass, es gibt so eine Seite, die heißt csgolaunch.com. Und es gibt ja ganz viele Skins. CS:GO, so, ne? Das ist halt Ja. dieses Ding, womit Valve dann halt auch noch richtig viel Kohle macht, weil, Ja. ne? Naja, auf jeden Fall ist es halt so, dass man da auf Spiele, Skins sind immer irgendwelche Spiele von mehr oder weniger krassen Pro-Teams, die halt dann Online-Events gegeneinander spielen und irgendwelche 20.000 verschiedene Tournaments gibt es da. CS:GO E-Sport. Und du kannst halt Skins auf diese Spiele setzen. Was ziemlich geil ist, weil, sag ich mal so, ich habe momentan so ein Value in meinem gesamten Inventory von 40 € oder so an Skins. Ja. Und da setze ich halt jetzt immer mal wieder was auf so Games und dann kannst du halt richtig viel rausholen. Und wenn du es schaffst bist und richtig gut bist, hast am Ende halt, keine Ahnung, 200, 300 € und dann kannst du die auch auf dieser Seite natürlich zu einem, ich glaube 15% oder so werden abgezogen oder sogar 20, was halt schon ein bisschen was ist, aber wenn du halt genug Geld hast, dann lohnt sich das trotzdem Ja. zu Echtgeld machen. Alter, Das ist okay, jetzt das mein ist natürlich Ziel, schon krass. dass ich da noch mal so ein bisschen Kohle verdiene, beziehungsweise wenn das nicht klappt, halt einfach mir ein paar geile Sachen irgendwie halt erwette. Und das nimmt halt noch mehr Spannung rein, so was in Easy Game, weil Ja, dann, klar. wenn ihr die anguckst und dann so, oh nö, und so. Und ich wette halt selten auf die Spiele. Es gibt so Spiele, die haben so Prognosen, das eine Team gewinnt zu, hat eine 80-prozentige Gewinnchance. So. Das sind halt so Games, wo da wettest du nicht drauf. Außer Ja, du bist halt klar. risky und wettest auf den Underdog, der 20% hat. Aber da verlierst du halt meistens. Nee, mehr wette ich auf so Spiele, die so hier zum Beispiel. In 5 Minuten geht das Spiel los, 54, 46 die Prozent pro. So. Ja. Dann ist halt spannend. Dann denkst du so, naja, da kannst du viel rausholen. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Verlinken wir dann bestimmt mal in der Beschreibung. Das stimmt schon. csgolaunch.com. Wer es spielt, wer es noch nicht kennt, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ja, habe ich auch so ein paar Leute auch von der Schule, die gut, mittlerweile in der aktuellen Klasse nicht mehr, aber letztes Jahr hatte ich da auch einen, den ich jetzt auch noch so natürlich ab und an mal schreibt, der war auch so der komplette CS:GO-Fanatiker und hat dann immer erzählt, ja, und welche Skins gerade wie viel kosten und bla, und da ist ja dann irgendwie gibt's ja diese weiß-orangen da, die irgendwie, ich habe den Namen vergessen, die haben so einen ganz Static. speziellen, ich weiß nicht, das sind irgendwie die besten Skins, die teuersten, Ach die so, gibt's ja dann nee, du auch noch. meinst Asimov. Genau, ja, Asimov. Und die gibt es ja dann auch in Ja. verschiedensten Variationen mit welchen die beschädigt sind und welchen die nicht beschädigt sind. Und wo ich mir auch denke, so, wow, okay. Und da gibt es ja diese richtig krasse Händler-Community eben, wo die Skins umhertauschen, manche bis zu 200 € oder mehr in so einen Skin reinstecken und Zeuge. Das ist schon echt hart. Es ist Aber schon ja, krass. Aber es macht ist auf irgendwie. jeden Fall ziemlich cool. Momentan muss ich aber sagen, habe ich sogar tatsächlich wieder was anderes für mich entdeckt. Nämlich Age of Empires 2, weil ich in Ja, der erzähl. Klasse habe ich einen, der wiederum hat auch Kumpels und da spielen wir immer Age of Empires 2 in so einer Amachi-Gruppe zusammen. Das alte leider nicht, die HD-Edition, ich versuche sie zwar die ganze Zeit immer zu bereden, aber Es noch kostet doch bin ich nur nicht 8 so Euro oder so, ne? durchgekommen. Ja, ich weiß auch nicht, aber das sind die ganzen Mac-Leute.
Die Ach du Scheiße. haben nur noch so einen lahmen Windows-Laptop zu Hause, auf dem sie dann zocken. Und das fand ich ja eh so lustig. Ich meine, man muss ja sagen, Apple ist zwar immer sehr gerne sehr verhasst, aber ihre Produkte sind zwar Langlebig, ja. gerne überteuert, aber an sich wirklich nicht schlecht. Nee, 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 Das, das was stimmt. Schlimme an Apple ist halt meist immer nur die Art, wie sie sie vermarkten. Mit, ja, magical und noch nie Also. dagewesen und Zeug. Aber die Produkte an sich sind ja meist immer sehr gut. Muss man ihnen lassen. Von der Verarbeitung, von dem, was sie können, funktionieren auch einfach gut. Aber ich fand es trotzdem lustig, wie halt, um auch mal auf Surface zurückzukommen. Und Surface halt einfach so viel cooler war als sein MacBook Also, ich bin ja auch immer noch eher Microsoft zugewandt und finde ich auch immer noch deutlich sympathischer, allein weil da so ein paar coole Leute abhängen. Aber die Air. machen natürlich auch immer wieder Scheiße, so, aber welche Firmen machen das nicht, die so groß ist? Na. Aber ich sag mal so, Apple ist so, keine Ahnung. Also erstmal, es gibt drei große Dinge, die ich an Apple hasse, ja. Ja. Erstmal ist das, sind das die Fanboys? Oh ja. Schlimmstes, was ich jemals gesehen habe. Also, oh. Dann ist es halt, dass die Produkte einfach unendlich überteuert sind, wie du schon sagtest. Teilweise, weil, sorry, aber so für ein iPhone 6 Plus 1000 € auszugeben, Ja. ist es mir dann nicht wert. Ganz egal, was das für ein Produkt ist. Und halt, du bezahlst halt einfach für den Namen und das fuckt mich so ab. Und genau, das ist eigentlich schon Punkt 3, dass dieses Statussymbol und dass die das so, oh, wir sind Apple und wir sind ja viel supremer als alle anderen. Also, Ja. ich mag die Ja, Produkte was? aber an sich trotzdem auch irgendwie. Also zum Beispiel, Ja, klar. Musik mache ich ja auch jetzt seit längerem wieder ein bisschen aktiver. Und auf Mac gibt es, oh Gott, wie heißt es nochmal? Klar, für Künstler ist ja Mac eh am Quatsch, wie beliebtesten, heißt weil es? Mac hat da scheinbar von an sich von der Architektur her, ich weiß nicht genau, wie das heißt, meinst du GarageBand vielleicht? Nein, Quatsch, ich bin es noch nicht. Logic, Keine Ahnung. genau, Logic heißt es. Logic. Und ein Freund von mir hat einen ziemlich krassen Mac. Ja? Und natürlich vom Design her gefällt er mir so. Also ich finde ihn cool, aber jetzt kommt an so ein Surface dann halt doch nicht ran. Aber Logic ist einfach so geil. Keine Ahnung, es ist so geil, dieses Programm. Und allein deswegen muss man das feiern. Aber Ja, die Sache trotzdem würde ich ist mir niemals einen die, Mac holen. was Apple richtig gemacht hat, scheinbar, also habe ich Ja, diese zumindest mal irgendwo Lizenzen. gehört, ist die scheint von der Programmierung her, scheint es beim Mac sehr einfach und sehr gut zu sein, geregelt zu sein, solche Medienprogramme zu erstellen, die gerade mit Sound oder mit Grafik was machen. Die dann erstens sehr stabil laufen und scheinbar auch irgendwie sehr gut. Ich weiß, ich bin ja kein Systementwickler. Und deswegen ist der Mac gerade bei Entwicklern eben sehr beliebt für solche Programme und deswegen sind die meisten Programme, was das angeht, auch einfach auf Macintosh, weil die dort einfach super laufen und einfach gut funktionieren. Und das ist halt wirklich ziemlich cool. Und da haben sie ja auch einfach, also in der Branche sind sie auch wirklich, ja gut, führend vielleicht nicht, weil es auf Windows natürlich auch durch den reinen Marktanteil natürlich die Programme auch immer gibt zumeist. Aber sie sind auf jeden Fall dort ziemlich arg vertreten und höchstwahrscheinlich kann man, glaube ich, gut sagen, auch die Besten dem Ding oder mit unter den Besten. Und das ist halt einfach schon sehr nice. Das muss ich auch sagen. Zum Beispiel früher habe ich ja Apple immer richtig gehasst. Ja. Na. Und jetzt, man sieht es halt doch, wenn man älter ist, auch ein bisschen differenzierter. Ja, klar. So, ja, also, wie gesagt, dieses ganze Drumherum gefällt mir halt einfach nicht so. Na. Und ich kann auch immer noch, also werde ich auch immer noch ein bisschen sauer, weil wenn ich diese sinnlosen Diskussionen mit irgendwelchen Leuten führe, die Apple einfach für das Größte auf der Welt halten. Ja. Ich verstehe das nicht. Ich sage ja auch nicht, dass Microsoft einfach das Geilste und einzig Wahre ist, was totaler Schwachsinn ist, weil alles Schwächen hat so und Ja. keine Ahnung. Also finde ich ganz furchtbar. Ja, klar. Ich finde es eh lustig. Da gibt es ja immer zweierlei. Da gibt es ja einerseits diese Apple-Fanboys und dann diese kompletten Apple-Hater auch wieder, die ich halt auch immer wieder so lustig finde. Weil die dann wirklich immer gar nichts anerkennen. Ich muss ja sagen, dadurch, dass ich an so einem Technikladen arbeite, bei Cyberport,
habe ich ja auch die Chance, dann zum Teil mal irgendwie, was weiß ich, mir das iPhone genauer anzusehen und Zeug. Und die sind halt auch einfach wirklich super von der Verarbeitung her, die Teile. Ja. Wenn ich mir da ansehe, das Feedback von den Knöpfen, ich bei keinem anderen Handy, und ich muss jetzt sagen, ich habe selbst ein Nokia-Handy, das von der Verarbeitung auch nicht schlecht ist, meines Erachtens sogar noch zu den mit den besten anderen gehört, was Verarbeitung angeht. Kein anderes Handy hat so ein gutes Feedback, was die Buttons angeht, also so ein physisches Feedback, dieser Button macht einfach kein anderes, und das machen die halt einfach sehr gut, und dafür stehen sie ja auch. Aber die Sache ist halt die, dass generell, das sind ja die neuen Religionen, wenn du so willst. Das ist ja immer sehr lustig. Die Menschheit versucht sich immer davon irgendwie abzureden, irgendeinen Fanatismus anzugehören, aber in Wirklichkeit insgeheim ist doch jeder irgendwo immer dabei. Und die wenigsten schaffen es da wirklich in allen Belangen differenziert immer ranzugehen und da eben nicht in so ein Fanboy-Getue zu verfallen. Ja. Eins wollte ich auch noch zu Microsoft sagen, und zwar finde ich, dass Microsoft sich in letzter Zeit, weswegen ich mir die Firma auch an sich immer sympathischer wird, wobei man ja eigentlich vorsichtig sein sollte, was Sympathie mit Firmen angeht, dass sich Microsoft in letzter Zeit sehr wandelt, was ja auch immer wieder sagen mit ihrem neuen One-Microsoft-Zeug, und da tut sich auch wirklich noch einiges. Das ist ja momentan sogar scheinbar bei Microsoft in der Überlegung, ob Windows nicht Open Source wird oder zumindest teilweise Open Source, und das ist tatsächlich, also da macht Microsoft einiges an Entwicklung durch, und ich muss sagen, wird auch um einiges ja cooler. Vor allem, was ich halt bei Microsoft momentan sehr toll finde, was die anderen nicht haben, ist, dass sie wirklich jede verdammte Plattform unterstützen, und zwar gleich, wo man sich jetzt hier von Google hin und wieder teilweise einfach echt unfair behandelt fühlt, oder von Apple, die natürlich auch immer nur auf ihr eigenes bedacht sind. Was aber insofern von Microsoft schlau ist, weil sie damit ganz in the long run irgendwann einfach die bessere Schiene fahren werden, weil dort die Dienste, die auf allen Plattformen vorhanden sind, die von allen genutzt werden können, sind meist die, die sich durchsetzen, weil sie halt jeder nutzen kann. Ja. Ja, also um mal wieder in den Kreis zu schließen, weil wir anfangs über Handys geredet hatten, dass jetzt vielleicht ein neues mir wurde. Oder komme, besser gesagt. Wie gesagt, wenn ich ein iPhone günstig und so bekomme, werde ich mir das zum Beispiel auch jetzt mal holen, weil es halt doch Vorteile bietet. Gut, was ich jetzt auf dem iPhone immer nicht mag, aber das ist so, das hat nichts mit dem Handy an sich zu tun. Ich finde die einzelnen Buchstabentasten beim Tippen sind für beide Finger einfach zu klein. Ich glaube, ich werde mich dann noch öfter verschreiben als sowieso schon. Na ja, egal. Werde ich mir das holen, weil, keine Ahnung, mal gucken. Vielleicht sag's mir nicht zu und dann in 2, 3 Jahren habe ich wieder ein Windows-Phone. Und jetzt wollte ich auf das, was ich eigentlich sagen wollte, noch hinaus. Ich mag die Benutzeroberfläche so von Apple auch, also und auch das ganze Interface und so ein Design und so, das funktioniert ja. Und von Windows Phone, das mag ich natürlich immer noch am meisten. Hingegen das von Android. Boah, geht mir das auf den Keks. Also, immer wenn ich ein Android-Handy von irgendjemandem in der Hand halte, auch gut, das HTC One zum Beispiel oder höherwertigeren HTCs sind schon ziemlich cool und die haben das für sich noch so ein bisschen abgeändert. Aber, damit tue ich mich so schwer, da irgendwie mit warm zu werden, weil das so alles so umständlich ist immer. Ja, ich finde, HTC hat sehr gut gemacht. HTC hat auch meines Erachtens, so gut, ich stehe da drauf, das ist natürlich auch wieder persönlich subjektiv, aber die haben halt auch ein sehr, sehr stilistisches Design, das halt sehr minimalistisch auch ist und da halt auch auf dieses Schwarz-Weiß und bla so setzt und halt nur so ganz minimalistische Icons. Wohingegen zum Beispiel normales Android, wobei sich das jetzt mit 5.0 auch wieder geändert hat, also zumindest zum Besseren hin, aber auch noch nicht optimal, und vor allem Samsung, die Oberfläche, ich finde, also meine persönliche Meinung, aber ich finde die Oberfläche von Samsung sieht so ultimativ scheiße aus, dass es gar nicht mehr geht. Das ist wieder so typisch asiatisch, die haben immer gerne so dieses total skeuomorphische Design, das damals sehr beliebt war, aber jetzt momentan einfach nicht mehr zeitgemäß ist, weil jetzt momentan alles auf dieses neue Flat-Design setzt. Und sie haben halt, wer nicht weiß, was skeuomorphisch ist, skeuomorphisch versucht immer echte, also reale Objekte zu imitieren und hat halt auch vieles sowas wie mit
vorgegaukelten 3D, also zum Beispiel, dass Icons Schlagschatten haben oder halt so wirken, wie als wären sie so glasmäßig. Gut kann man das erkennen, wenn man iOS ansieht, das hat sich ja auch sehr gewandelt mit Version 7. Also wenn man sich iOS 6 ansieht und iOS 7, damals bei iOS 6 war es zum Beispiel so, dass beim Lautstärke-Button oder so sah das halt so aus wie so ein Aluminium-Button, der natürlich nicht Aluminium war, aber der halt auf dem Display das so ein bisschen imitieren sollte, auch diese Riffelung hatte und dieses Glänzen von Metall. Und wenn man sich jetzt iOS 7 oder 8 halt ansieht, die aktuellen, ist es halt wieder ganz normal, ein normaler flacher Button, wie man es halt momentan oftmals sieht. Und das ist was ich sehr gerne mag, dieses Flat-Design. Und das ist halt von Samsung zum Beispiel überhaupt null da. Ganz von abgesehen, dass Samsung auch noch ein sehr langsames, sehr, sehr langsame Android-Skin hatte. Also mit dem S6, glaube ich, geht es mittlerweile, aber davor war das schon echt puh. Und das finde ich so potthässlich. Aber hey. Ja, muss natürlich auch jeder wissen, wie er das selbst sieht, was ihm wichtig ist. Ich bin ja eher jemand, der sagt, also viele sagen ja beim Handy, es muss funktionieren. Das reicht mir. Wie das außen aussieht oder so, ist mir wurscht. Mir ist es zum Beispiel nicht egal. Ich denke, mein Handy ist ein Gegenstand, den habe ich jeden Tag in der Hand. Dann will ich auch, dass es sich gut und wertig anfühlt, wenn ich ihn jeden Tag in der Hand habe. Und wenn dann die Leute zum Beispiel mit ihrem sehr beliebten Galaxy S3 oder so ankamen, das Teil konnte ich einfach nicht ab. Ich finde, das fühlt sich einfach nicht hochwertig an. Was daran liegt, dass es von der Verarbeitung her an allem auch nicht hochwertig ist, sondern einfach nur wirklich Plastikzeug. extremst billiges Plastik. Also nicht mal irgendwie gutes Plastik, sondern auch billiges Plastik. Zumindest vom Gefühl her. Und das ist halt für mich etwas, was halt komplett gar nicht geht, weil ich mir denke, ich habe den Gegenstand so oft in der Hand. Da ist mir das sehr wichtig, dass der sich auch gut anfühlt in der Hand. Ja, also. Nee, also Android Handys werden, glaube ich, nie was für mich sein. Wobei ich halt viele kenne, die ein HTC jetzt haben. Was ich jetzt auch nicht schlecht finde, aber No. es. Also es ist das beste Android-Handy, aber es ist immer noch nicht gut. Also ich finde es immer noch nicht wirklich gut. So. Für mich irgendwie. Keine Ahnung. Ja, bin mal gespannt. Also wenn ich jetzt wirklich ein iPhone habe, dann habe ich auch endlich mal Snapchat, weil das ist auch eine Scheiße. Das habe ich auch noch nie erlebt. Auf dem Windows Ja. Phone ist es ja tatsächlich so, dass es einige bekannte Apps auch nicht gibt. Und wenn ich mich dann mit der Zeit auch abgefunden habe, und es bei manchen auch gar nicht so schlimm finde, ehrlich gesagt, weil ich sie halt eh so nicht brauche. Aber zum Beispiel Instagram hat jetzt da auch so alles okay, ne, mit der App und so. Funktioniert und finde ich eigentlich auch ziemlich cool und alles gut. So, dann ist es halt so, dass Snapchat in den letzten anderthalb Jahren oder in den letzten 2 Jahren so ziemlich groß geworden ist. Und ich dann mir gedacht habe, okay, voll viele, die du kennst, haben das jetzt irgendwie. Guck mal, dass du das auch vielleicht mal ausprobierst, zumindest. Und dann gab es natürlich wieder keine Snapchat-App für Windows Phone. Habe ich mir irgendeine Drittbenutzer-App, die am besten bewertet war und am besten aussah, geholt. So. Die hat auch funktioniert und ich fand es eigentlich auch ganz cool und so. Ne? Man kann sich jetzt darüber streiten, wie sinnvoll das war, weil Snapchat war, es war dann so, ich glaube, so läuft es immer. Die schicken die Leute dann teilweise so sinnlose Bilder, so, keine Ahnung, geh jetzt aus dem Haus, auf dem Weg zur Uni oder so. Und dann denkst du so, Ne. ah ja, cool. Oder das gab es heute zu essen, ja, schön. Würdet ihr mir über WhatsApp nie schicken, aber über Snapchat dann irgendwie schon, naja, egal. Und dann, keine Ahnung, so irgendwann hat sich das nicht mehr aktualisiert, das, keine Ahnung, ich habe keine Nachrichten mehr empfangen, dachte mir so, hä, was ist denn da los? Kriege ich ein paar Tage später eine E-Mail von Snapchat mit folgendem Inhalt: Bitte hör auf, Drittbenutzer-Apps zu benutzen, du gefährdest unser System, du wirst jetzt gesperrt. Ja, das war ja, weil Snapchat hat natürlich wieder gefailt, wie so viele solche Firmen. Die hatten ja ein massives Datenleak-Zeug, wo wirklich viele Benutzer veröffentlicht wurden, auch Fotos von Leuten, auch von Minderjährigen, die halt natürlich dann zum Teil auch irgendwie Nacktbilder von sich umhergeschickt haben und Zeug. Und aber hey, Dummheit tut halt manchmal weh, na egal. Auf jeden Fall sind die halt irgendwie öffentlich geworden und zwar nicht unbedingt, weil
Also natürlich ist es in gewisser Weise auf Snapchats oder hauptsächlich eigentlich Snapchats vergehen, durch die Tatsache, dass sie einfach keine sinnvolle, warte mal ganz kurz. Dass Snapchat keine sinnvollen, ne? Ja. Dass das Problem dann eben kam, dass es eben durch diese Authentifizierung von Drittentwickler-Apps sich dort die Hacker eingeschleust hatten und dann so gesagt an sich nicht die Server gehackt hatten, sondern sich einfach irgendwie scheinbar falsch ausgegeben haben und bla. Und Snapchat war halt irgendwie zu unfähig, da irgendwie eine sichere und gute API freizugeben, über die dann Drittentwickler-Apps gut funktioniert hätten, auch ohne Sicherheitslücke. Und dementsprechend ist das Ganze natürlich dann erstmal fett den Bach runtergegangen und Snapchat, anstatt halt irgendwie eine gute API oder sowas herzustellen, hat sich dann halt einfach gedacht, wir machen jetzt einfach gar keine Drittentwickler-Apps mehr und sperren die komplett. Und hat dann alle rausgehauen. Und so lief das ab. Aber ich muss sagen, dass ich persönlich, ich habe auch kein Instagram. Gut, Instagram kann ich jetzt vielleicht noch verstehen. Instagram habe ich ehrlich gesagt auch nur nicht, weil man lediglich 1x1 Bilder hochladen kann und ich halt gerne auch Fotos von Landschaften und ähnlichem mache und auch gerne die 2-Drittel-Regel anwende und das finde ich funktioniert bei 1x1 Bildern nicht so gut. Aber Snapchat sehe ich jetzt den Sinn überhaupt null. Also sehe ich auch persönlich den Reiz nicht. Keine Ahnung, der ergibt sich für mich nicht. Ich habe da Ja, das einfach. ist so ein wie das Social Network Phänomen. Einfach, du holst es dir nicht unbedingt, weil es du es selber so super cool findest, sondern weil es einfach alle haben. So, deswegen, keine Ahnung, ich konnte es nicht lange genug benutzen, um mir eine wirkliche Meinung darüber zu bilden. So irgendwie, ich habe, glaube ich, No. selber ein Bild verschickt. So, innerhalb der 2, 3 Wochen, die ich das dann hatte. Ich weiß nicht. Irgendwie, ich konnte halt noch nichts darüber sagen. Deswegen halte ich mich da momentan noch so ein bisschen zurück. Es hat viele sinnlose Seiten, aber ich glaube, es kann auch irgendwie ganz cool sein mit diesen Stories zum Beispiel. Weil du kannst ja auch irgendwie Leuten folgen, die du gar nicht kennst oder so. So ist das ja auch irgendwie. Und zum Beispiel der Arnie, der gute Arnold Schwarzenegger, hat ja wohl auch eine, was ich letztens herausgefunden habe, weil ich ihm auf Facebook und Instagram folge, hat der Na. in Amerika eine eigene Fitnessmesse, ja? Interessiert mich jetzt nicht unbedingt, aber Ja. der macht ja immer irgendwie komische Videos und so, ist total witzig. Da muss man auf YouTube vor allem vorbeisehen, auch ein YouTube-Channel ist so lustig. Genau, und dann hatte der halt auch so gesagt, so, okay, auf dem Snapchat-Account könnt ihr mir folgen, dann kriegt ihr immer direkt den heißesten Shit hinterher und so. Sowas würde ich dann vielleicht zum Beispiel machen, das könnte ich mir auch ganz cool vorstellen. Deswegen weiß ich noch nicht, was ich von der App halten soll. Dann müsste mir den Ja, halt nochmal angucken. ich weiß nicht. Was mich bei Snapchat irritiert hat, war zweierlei Dinge. Erstens, dass sich die Nachrichten automatisch löschen. Ich weiß nicht. Ja, Also. das geht ja, also es machen eh, wenn es ein Bild ist, was die Leute behalten wollen, dann wird eh gescreenshottet, also von. Ja, aber trotzdem, also da sehe ich persönlich zum Beispiel den Sinn nicht. Und zweitens ist es jetzt auch für mich nicht so irgendwie wichtige Informationen oder wirklich super Sachen, die jetzt da totalen kreativen Wert hätten versendet werden, zumeist zumindest. Und keine Ahnung, also da bin ich dann halt lieber irgendwie, also da sehe ich dann für mich halt persönlich den Sinn nicht. Also mir wird es dann wohl eher auf den Senkel gehen oder so, kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, ich habe es selbst nie wirklich benutzt, aber ich habe auch den Reiz nie verspürt, das zu benutzen. Was ich zum Beispiel sehr gerne benutze, was aber leider kaum jemand anders benutzt oder nicht mehr so viele, ist Flickr, was ja Ja. auch so Image-Sharer ist, aber halt mehr so auf professionelle Fotografie ausgelegt an sich. Und das interessiert mich zum Beispiel sehr, weil es mich halt sehr interessieren wird, wie andere Leute ihre Bilder machen und auch ihre wirklich ernst gemeinten Bilder. Und das macht halt leider niemand.